Bahnt sich die nächste Rentenkatastrophe an? Gibt es bald die Zwangsrente mit 72? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, das Thema Rente mit 72 lässt uns nicht mehr los. Die FDP hat einen Vorschlag gemacht. Sie wünscht oder sie möchte, dass die Rente mit 72, wenn es geht, sogar noch im Rentenpaket 2, was ja aktuell in der Bundesregierung verhandelt wird, mit vereinbart wird. Das würde nach dem sogenannten schwedischen Modell erfolgen. Das heißt also, dass die FDP sagt, dass es einen frühestmöglichen Rentenbeginn gibt ab 63 und dass dann möglicherweise bis zum 72. Lebensjahr der Rentenabgang oder der Rentenausgang geplant wird. Das heißt also, wir haben dann eine Regelaltersgrenze von 72 Jahren. Meine Damen und Herren, die Gewerkschaften weisen zu Recht darauf hin, dass das schwedische Modell letzten Endes nichts anderes bedeuten würde, als dass viele Millionen Menschen in Deutschland Abschläge in der Rente haben werden. Und zwar bezogen, wenn sie mit 63 in Rente gehen, dann nicht mehr auf das 67. Lebensjahr, das ist die aktuelle Regelaltersgrenze, sondern dann bezogen auf das 72. Lebensjahr. Das wiederum würde dazu führen, dass die meisten Menschen, und das ist das Kalkül möglicherweise der FDP, dann nicht mehr mit 63 in Rente gehen können, weil sie sich schlicht und ergreifend den Rentenzugang zur Rente mit 63 nicht mehr leisten können und deshalb dann eben erst später in Rente gehen, gegebenenfalls dann erst mit 72. Das wäre nichts anderes als eine Zwangsrente. So bin ich der Auffassung, meine Damen und Herren. Und das ist im Grunde genommen eigentlich genau das mögliche Kalkül der FDP, dass sie dann sagt über das schwedische Modell, wir wollen die Leute dazu zwingen, länger zu arbeiten und nicht früher in Rente zu gehen. Meine Damen und Herren, der frühere Zugang zur gesetzlichen Rente ist ein Recht, was im SGB VI für die meisten Rentnerinnen und Rentner, die die Anspruchsvoraussetzungen für eine Altersrente für langjährig Versicherte oder aber eine Altersrente für schwerbehinderte Menschen oder eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte erfüllen, garantiert ist. Das heißt also, in diesem Gesetz stehen diese Altersrentenarten drin und die erlauben halt eben einen vorzeitigeren Rentenbeginn als zur Regelaltersgrenze. Und meine Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, dass die FDP nichts anderes plant, als über die Einführung der schwedischen Einkommensrente in das deutsche Recht diese Altersrenten de facto abzuschaffen und hier einen Rentenzwang einzuführen, der dazu führt, dass über die Gefahr von höheren Abschlägen die Leute doch später erst in Rente gehen. Das, meine Damen und Herren, halte ich für hochproblematisch. Zumindest auch aus Sicht von Arbeitsmedizinern ist es sehr, sehr problematisch, dass man Menschen mit 72 noch Fulltime in Arbeit steckt. Das ist schon ganz, ganz schwierig. Ich rede hier bitte nicht von dem Modell des oder von dem sehr oft zitierten Beispiel des Dachdeckers. Das ist vielleicht zu weit gegriffen, aber wir haben ja auch noch die vielen Leute, die in der Pflege arbeiten, die im Krankenhaus arbeiten, die in der Bäckerei arbeiten, die als Busfahrer arbeiten, die schwere körperliche Arbeit auf dem Bau machen und so weiter. Sollen die wirklich bis zum 72. Lebensjahr arbeiten, damit sie dann eine abschlagsfreie Rente bekommen, das halte ich doch für sehr gewagt. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch gegen die Rente mit 72 sind, dann bitte Daumen hoch. Aktuelle Umfragen haben es belegt. Ich hatte ja dazu ein Video gedreht, dass die meisten befragten Deutschen die Rente mit 72 kategorisch ablehnen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.